Hi, ich bin Roland von Mobile Geeks und was wir hier haben, ist das TechLast P89 Mini. Das ist ein 7,9 Zoll großes Tablet mit einem Intel Z2580 Dual-Core 2,0 GHz Chip. Wenn man von der Seite schaut, seht ihr schon ganz deutlich, dass es sich sehr, sehr stark in Richtung des iPad Mini bewegt. Die Kiste ist nur 7,2 mm dick und macht einen ziemlich guten Eindruck, ist sehr, sehr leicht vor allem auch noch. Und wirkt ziemlich attraktiv eigentlich. Ihr müsst jetzt mal gucken, dass ich hier die automatische Helligkeit noch ausgestellt bekomme. Nicht, dass wir uns hier gleich so. Wie gesagt, Z2580 da unter der Haube, ein Dual Core X86, so wie gesagt, mit 2,0 GHz. Zusammen mit 1 GB Arbeitsspeicher und 16 GB Flash-Speicher. Außerhalb Chinas kostet die Kiste natürlich deutlich mehr, aber umgerechnet sind es in China selbst, wie gesagt, nur so um die 100 Euro, die das Ding kostet. 7,9 Zoll Display mit 1024x768 Pixeln. Auf der Front gibt es eine ganz einfache Webcam. Auf der Rückseite haben wir noch eine weitere Kamera, die dürfte so an die 5 Megapixel haben, denke ich mal. Hier unten haben wir sogar Stereo-Lautsprecher bei dem Ding. Rückseite komplett aus Aluminium, da biegt sich nichts, fühlt sich eigentlich ziemlich wertig an, das Teil. An der Seite haben wir hier den Ein- und Ausschalter, die Lautstärkewippe natürlich, daneben den Micro-SD-Karten-Slot. Am unteren Ende, wie gesagt, nur das kleine Mikrofon und auf der linken Seite ist die Kiste komplett kahl. Oben gibt es dafür noch den 3,5 mm Klinkenanschluss und daneben den Micro-USB-Port. Läuft in dieser Version mit Android 4.2.2, soweit ich weiß. Ja, da haben wir 4.2.2. Macht einen ziemlich guten Eindruck. Das Display ist jetzt auf der höchsten Helligkeitsstufe. Wir haben jetzt hier relativ viel Licht am Start. Ist jetzt nicht das allersupertollste Panel, aber hat auch gute Blickwinkel, wenn ihr so von den Seiten schaut. Handelt es sich offensichtlich um ein IPS-Panel, was eine ganz gute Bildqualität liefert. Das ist das TechLast P89 Mini und ich war Roland für Mobile Geeks. Auf Wiedersehen. Moin.